sind Entwicklungen, die sich aus dieser verbesserten Wärmedämmung der Gebäude ergeben. Und wenn man jetzt dazu kommt, jetzt kommen wir so langsam, kippen wir an diese Geschichte, dass wir uns mit den Gebäuden beschäftigen tatsächlich, ist es wichtig, dass man die Themen Standort, Verfügbarkeit von regenerativen Energien am Standort berücksichtigt bei der Konzeptentwicklung, bei der Versorgung von Gebäuden. Habe ich eine Möglichkeit, Grundwasser zu nutzen? Habe ich eine Möglichkeit, Geothermie zu nutzen? Wie orientiert sich mein Gebäude in in der Natur? Habe ich dann meine verglasten Anteile nach Süden orientiert zum Beispiel? Kann ich auf meinen Dachflächen verschattungsfrei Photovoltaik umsetzen oder Solarthermie? Dann die Frage, was habe ich für eine Gebäudehülle? Ist mein Gebäude in der Lage, über passive Maßnahmen, das heißt über eine Verschattung im Sommer, über einen Wärmeschutz im Sommer und über einen Wärmeschutz im Winter die Verluste zu reduzieren? Oder habe ich von der Voraussetzung her ein Gebäude, was relativ schlecht gedämmt ist, einen schlechten Sonnenschutz hat und darüber dann nachher mehr aktive Energie braucht? Sind meine Heizanlagen und Anlagen zur Kühlung geeignet, um regenerative Energien zu nutzen? Nutze ich überhaupt denn regenerative Energien für die Versorgung meines Gebäudes? Das sind so die Themen, die wir hier oben haben. Dann haben wir noch diese, das ist eigentlich so mehr aus dem Industriebereich, Lastanalyse, Gebäudebetrieb, Gewerbe oder auch Prozessoptimierung. Das ist so eigentlich so energetische Themen aus dem Industriebereich, dass ich dann meine Prozesse angucke und da auch noch sehe, was ich da miteinander vernetzen kann. Kann ich meine Wärme, die Abwärme aus einem Prozess als Eingangswärme für den anderen Prozess nehmen? Wie steuere ich meine Prozesse? Wie reduziere ich meine Spitzen? Kann ich denn meine Prozesse in der Produktion so weit anpassen, harmonisieren, dass ich Spitzen vermeide, zum Beispiel Lastspitzen? Das sind Dinge, die ich in der Industrie dann als Energiemanager zu beachten habe. Was habe ich für Lastgänge aus meinem Schichtbetrieb oder aus den Prozessen, die wir haben? Und wichtig ist, dass wenn man sich mit Energiekonzepten, Versorgungskonzepten für, ob das jetzt Wohngebäude sind, Nichtwohngebäude sind oder die Industrie beschäftige, ist es wichtig, dass man tatsächlich, das kennt man, alle Betroffenen an einen Tisch holt und sich gemeinsam mit der Frage beschäftigt, wie man denn energetisch sparsam und besonders nachhaltig die Gebäude versorgen kann mit Energie. Welche Maßnahmen kann man treffen? Wie sind Maßnahmen miteinander aufeinander abzustimmen, zu vernetzen miteinander, um dann nachher so ein ganzheitliches Konzept für ein Gebäude umzusetzen oder für meinetwegen so einen Produktionsstandort? Und da ist es wichtig, dass man einmal sich einen Standard setzt. Na klar, aber auch diesen Standard oder dieses Setzen des Standards, diese Vorgabe von Energiekennwerten, muss natürlich dann überprüft werden, ob die erreicht werden in der Praxis. Dieses Zusammenfassen von Mitwirkenden in diesem Planungsteam, das sehen wir hier. Es muss erstmal ein Ziel geben, da will man hin energetisch, beziehungsweise kann das Ziel natürlich diskutiert werden, aber es muss eine Vorgabe geben, wo will man hin. Dann sind wir in dem Bereich der Planung, wo dann alle Beteiligten ihren Beitrag leisten sollen und auch können im Bereich der Konzeptentwicklung. Und das ist eigentlich so die Praxis, die sich heute entwickelt hat, der Standard. Es war mal so, dass es eine serielle Planung gab. Seriell heißt, der Architekt plant das Gebäude und danach kommt irgendwann der Versorgungsingenieur bzw. der Techniker und kriegt dann die Aufgabe gestellt, hier ist das Gebäude, mach was draus, stattet das aus. Und die Fachrichtung an der Uni in Braunschweig in der Architektur, da war ich mal ein Assistent, die hieß tatsächlich auch mal technischer Ausbau. Das sagt schon ziemlich viel über diese Vernetzung von der Gleichzeitigkeit von Konzeptentwicklung, von Maßnahmen im Bereich der Technik und an der Gebäudehülle. Technischer Ausbau heißt, der Ausbau kommt nach diesem Gebäude, nach dem Gebäude, nach der Gebäudeplanung. Das ist heute bei weitem nicht mehr so. Der Standard ist eigentlich der, dass man das im integralen Prozess, also tatsächlich mit dem Zusammenwirken aller, dann zu abgestimmten Energieversorgungskonzepten kommt. Dann muss es errichtet werden, das Gebäude. Es muss geprüft werden, ob das alles umgesetzt ist, was vorgegeben war. Und dieses Monitoring ist ganz, ganz wesentlich. Also das Monitoring, was heißt das jetzt, was ist das für ein Begriff?
Das ist die messtechnische Bewertung von den umgesetzten Maßnahmen im Betrieb. Das heißt, das Konzept alleine ist schon schön. Schön, dass wir es haben, wunderbar. Papier ist geduldig, ein Plan ist geduldig, ein Schema ist geduldig, alles gut. Aber interessant ist es dann halt zu gucken, ist das Gebäude oder die Anlagentechnik so im Betrieb, wie es soll? Funktioniert die Regelung so, wie sie soll? Gibt es oder sind die richtigen Regelungsparameter eingestellt? Beziehungsweise es gibt auch den Fall tatsächlich, dass dann Sensoren für die Regelung von dem System auch falsch positioniert sind, beziehungsweise ganz fehlen, sowas gibt es auch. Also es ist ganz, 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 ganz selten der Fall, dass ein Gebäude oder ein System von Anfang an funktioniert. Es ist eher die Regel, dass man da mitunter mit Problemen zu tun hat und dann sich erstmal Gedanken machen muss, gerade in der ersten Zeit nach der Inbetriebnahme, wo die Fehler liegen, beziehungsweise wie man es hinkriegt, dass so ein Gebäude dann so funktioniert, wie es soll. Die Erschließung von Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich, das sind so die üblichen Verdächtigen, die wir hier zusammengeschoben haben. Die Warmwasserbereitung kann verbessert werden Richtung Temperaturniveau, Richtung Verteilung der Verteilung des Warmwassers. Ist es vielleicht interessant, dezentral zu versorgen? Das ist gerade in Bürogebäuden ist das interessant. Wenn ich jetzt ein Waschbecken habe in irgendeinem Büro, ob es notwendig ist, die Frage muss ich mir stellen, dass ich dann von einem zentralen Speicher aus mit einer Warmwasserleitung dieses eine Waschbecken anfahre und dazu gibt es in der Regel noch so eine Zirkulationsleitung, dass ich dann hygienisch einwandfreies Wasser kriege an der Zapfstelle. Das sind riesen, riesen Verluste und das kann ich natürlich besser machen, indem ich dann was Dezentrales, Einfaches, Strombasiertes baue. Das meint dieses hier, dann haben wir hydraulischen Abgleich. Es ist fatal, wenn ein System eigentlich nicht abgeglichen, nicht ausgeglichen funktioniert, wenn also da Volumenströme gefördert werden, auch falsch gefördert oder fehlgefördert werden, sodass dann der Effekt der gleichmäßigen Wärme- oder Luftversorgung nicht erreicht wird. Das sollte dann schon erstmal berechnet werden von vornherein, dann auch in der Inbetriebnahme eingestellt werden, geprüft werden. Das meint dieser Spiegelstrich hier. Dann haben wir Pumpen, die im Bestand drin enthalten sind in den Anlagen, aber dann durchaus auch einfach getauscht werden können gegen effizientere Pumpen. Klar kostet das erstmal ein Investitionsbudget, das ist richtig, aber im Grunde genommen ist es dann so, aufgrund der Tatsache, dass die energetische Effizienz dann doch sehr viel höher ist, dass sich das auch rechnet. Und so setzt sich das hier fort. Da haben wir hier so Maßnahmen zusammengetragen, sowohl in der Industrie interessant sind zu erkennen und umzusetzen, zu optimieren, als auch im Privatgebäudebereich.